Herr Hanke, welchen Beitrag leistet eMental Health zur Optimierung der Versorgung psychisch Kranker? Ja, eMental Health leistet Beiträge auf mehreren Ebenen. Zunächst kann man sagen, dass es eMental Health Sachen gibt, die die Diagnostik verbessern. Allgemein sind Fehldiagnosen ein Problem in der Versorgung psychisch Kranker. Und eMental Health macht es halt möglich, viel mehr und ja, großflächiger Tests abzunehmen, die die Diagnostik verbessern können. Zusätzlich gibt es halt noch Angebote, die die Behandlung unterstützen können. Was gerade im ambulanten Bereich und gerade bei Menschen, die nicht sehr schwer psychisch krank sind, die springen sehr gut auf diese Angebote an. Und da es per Internet abgenommen wird oder bereitgestellt wird, verbessert es die Wirtschaftlichkeit der Versorgung relativ stark. Wo stehen wir in Deutschland heute bei der Durchsetzung? Gar nicht so weit vorne, wenn man es im europäischen Durchschnitt sieht. Also es gibt Länder, die weiter vorne stehen. Deutschland hat ein paar Hürden bei der Umsetzung vieler eMental Health Angebote. Ein großes Problem ist der Datenschutz, aber auch da gibt es viele Bewegungen und Möglichkeiten, die momentan umgesetzt werden, um eMental Health voranzutreiben. Mit welchen Angeboten tragen Sie aktuell dazu bei? Ja, meine Firma Telepsy hat diverse Angebote im eMental Health Bereich. Wir haben zunächst psychologische Testverfahren für die Diagnostik und zum Outcome Monitoring, die man eben über das Internet abnehmen kann. Das heißt, Patienten brauchen nicht für die Abnahme eines Tests in der Arztpraxis zu erscheinen oder eine Stunde im Wartezimmer zu verbringen. Und darüber hinaus haben wir noch einige behandlungsunterstützende Angebote, unter anderem Psychoedukation, das heißt Patientenaufklärung, die einfach übers Internet auch an Angehörige, nicht nur an Patienten bereitgestellt werden kann, Selbsthilfeübungen, ganze Selbsthilfemodule, Tagebuchfunktionen, eine Messaging-Funktion zur vereinfachten Kommunikation. All das trägt ja nicht nur zum Behandlungserfolg und zur Wirtschaftlichkeit der Behandlung bei, sondern steigert auch die Patientenzufriedenheit. Wie sehen Sie die Zukunft von eMental Health? Relativ rosig, um es mal so auszudrücken. Also wie gesagt, Deutschland ist momentan nicht gerade der Vorreiter in dem Bereich, aber es wird sehr viel getan, um eMental Health voranzutreiben. Ich denke, dass wir in 5 bis 10 Jahren relativ weit vorne liegen im europäischen Durchschnitt bei der Umsetzung von eMental Health.